einmal nochmal die Quest durchlesen. Und findet den Schatz. Also ich habe die Vermutung, dass man hier graben muss. Es sei denn, es gibt hier irgendwo eine Kiste. You need potions, right? Then hurry. Spent a day catching up to find out what goblins are up to. Ich schaue gerade parallel, wo der genau liegen könnte, weil das ist doch ein ziemlich großes Suchgebiet. Auf der anderen, in dem anderen Kreis, also in dem hier. Okay, nördlich von dem kleinen blauen Kreis auf der Map. Also von dem hier. In etwa. Nochmal Karte.
ist irgendwo eine kleine Klippe. Hier vielleicht zwischen. Aber da soll man graben an der Stelle, oder? Das hier sieht zumindest schon mal richtig aus. Ich glaube, der Materialienhändler, der hat zumindest Schaufeln. For either the flowers or the tools, right? Ich
es war falsch. Funktioniert das? Nein. Ausgestopftes Wiese. Das ist kein Schatz. Aber Dekorationsteil. Möbel, Waffen, Ausrüstung, Arbeiter. Ja, vielleicht. I have a tanning knife. Why don't you go get some furs? Da ist doch schäbige Schaufel. Andere Schaufel haben wir, glaube ich, hier nicht, ne? Mehrere kaufen. 50. Und dann gehen wir mal auf Schatzsuche. Wie sieht das hier aus? Das sieht ähnlich aus wie das, wo ich suchen sollte. Dann graben wir mal hier. Sammeln an dieser Stelle nicht möglich. Müssen wir dafür überhaupt graben? Das ist nicht die Quest. Ich glaube, wir müssen dafür die Quest anhaben. Funktioniert das jetzt? Nein. Das war nördlich von dem Suchpunkt. Ich glaube nicht, dass das so geht.
ist zu weit weg garantiert. Ich hatte ein Härchen, egal ob die Sonne auf oder unter geht, liegt dieser Schatz. Würde ich schon fast behaupten. Ups. Nein, an der Stelle können wir auch nicht graben. Da ist er doch. Das waren schnelle 100 Millionen in Silber. Dann gehen wir wieder zu unserem geheimnisvollen Pferd. Ehrlich gesagt, spätestens bei der Valencia-Quest werden wir die Schaufeln wahrscheinlich gebrauchen. Aber ich sollte zum Stallbad. Da ich ja so schlau war und die Möhren verkauft habe. Aber da machen wir es einfach. Wobei ich glaube, bei dem Stallwart hier in Velia ist nur auf anderen Servern die Oase-Verkäuferin. Oder? Nein, Ellie ist auch hier. Weil Ellie hat ganz günstig Karotten für Pferde. Nämlich für ein Silber. Und dann auch noch die guten. Und dann reiten wir zum Kammer-Silver-Tempel. Nein, wir reiten nicht zum Kammer-Silver-Tempel. Brems. Wir reiten zum Lagerverwalter, verkaufen das Gold, was wir dabei haben. Und dann reiten wir zum Kammer-Silver-Tempel. Das war's falsche. Wechselstube. Einmal die 100 Millionen bitte. You can keep more goods if you get a house in town and use it for storage. Und die packe ich auch mal alle ins Lager, einfach nur, weil wir sie gerade eben teuer gekauft haben.